Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zum 22. GPL-Spieltag. Dieses Mal gegen den lieben Razer. Ja, kommen wir direkt zur Teamanalyse. Wir haben mein physisches Mega-Bibur. Da recht viele seiner Pokémon eine Gift- oder Unlichtschwäche hatten, dachte ich mir, macht ganz gut Sinn, das mitzunehmen. Dann haben wir mein spezielles Zapdarang mit Lichtkanone. Wir haben mein Bauchtrommel Brigaron. Denn ich habe mir gedacht, hey, weißt du was? Die GPL, auch wenn sie dir egal ist, vielleicht gerade weil sie dir egal ist, kannst du zumindest Spaß haben. Dann mein Krebutak, mein physisch-defensives Donphan und mein Lashuking mit der Assault Vest. Bei ihm sehen wir ein Mega Diancie, wir sehen ein Landorus-T, ein vermutlich physisch-defensives Empoleon, ich bin mir da nicht sicher. Dann ein speziell-defensives Nachtara, ein speziell-offensives Shaymin und ein Zapdos, welches, glaube ich, ja, mit ziemlicher Sicherheit physisch-defensiv ist. Und ich würde sagen, wir schauen einmal nach, weil ich glaube, ich habe vergessen, die Animation anzumachen. Und ja, die anzumachen macht dann doch ganz gut Sinn. Und dann kommen wir zum Kampf. Razer will mit dir kämpfen. Wir liegen mit Mega Bibo, weil ich mir dachte, okay, Mega Bibo sollte eigentlich gut U-Turn können, egal was er reinschickt. Er schickt Vogeli rein, seinen Zapdos. Und ich dachte mir, das könnte gut physisch-defensiv sein, weil ich weiß, dass er das schon mal physisch-defensiv gespielt hat. Nur um auf Nummer sicher zu gehen und nicht in eine Hitzewelle reinzurennen, machen wir ganz normal die Mega-Entwicklung mit Protect. Und wir sehen, er geht hier gleich auf Donner oder Donnerblitz. Und ich war mir relativ sicher, Mega Bibo hat jetzt, glaube ich, einen spezialdefensiven Wert von 85, dass ich einen Donnerblitz tanken könnte, selbst wenn er schneller ist. Aber ich outspeede ihn hier, nehme Schaden durch den Beulenhelm und da dachte ich mir dann, okay, er ist defensiv ausgelegt. Ich gehe hier in Donphan, denn Tarnsteine rauslegen, Felsgrab, ziemlich gute Option. Auch wenn er hier auf die Kraftreserve geht. Aber wir sehen, die Kraftreserve ist, glaube ich, ein 5-Hit-KO. Also wir tanken die relativ gut. Er trifft uns, glaube ich, auch nicht sehr effektiv, was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich. Oder war das sehr effektiv? Nee. Deswegen weiß ich nicht genau, was für ein Typ die Kraftreserve ist. Aber wir kriegen hier die Tarnsteine raus und ich weiß, dass ich noch mindestens eine Kraftreserve tanken kann. Und ich hoffe, dass er einen Switch von mir prediktet, deswegen bin ich hier auf Felskraft gegangen. Aber er geht tatsächlich einfach auf Auflockern. Meinetwegen ist jetzt nicht so das große Problem. Gehe hier aufs Felsgrab. Und ja, man sieht, ich mache nicht viel Schaden. Es hat defensives Investment. Interessanterweise mache ich hier jetzt einen recht offensichtlichen Fehler. Und wechsle aus, anstatt nochmal auf die Tarnsteine zu gehen. Das wäre letzten Endes vermutlich sinnvoller gewesen. Aber ich wechsle hier in Elizabeth. Er geht hier auf die Kraftreserve. Und ja. Macht mir mehr Schaden, als ich gedacht habe, aber nicht so viel. Und hier hat er jetzt einen gratis Ruheort im Grunde. Damit hätte ich rechnen müssen. Ich hätte hier auf den Psychoschock gehen sollen, wobei dann die Frage ist, wenn er physisch defensiv ist, wie viel Schaden hätte der Psychoschock tatsächlich gemacht? Eisstrahl macht irgendwo zwischen einem Viertel und einem Fünftel, glaube ich. Er wechselt aus und schickt Hello Kitty rein. Und dieses Scheißding, wie wir sehen werden, ist es speziell defensiv, denn der Eisstrahl hat keinen Schaden gemacht. Ich glaube, ich gehe hier nochmal auf Siedewasser. Nee, gar nicht, hier wechsle ich sogar aus. Okay, ich dachte, ich bin hier auf Siedewasser gegangen, aber bin ich offensichtlich nicht. Hier gehe ich jetzt in Kilowog, weil ich mir dachte, okay, pass auf. Deine beste Möglichkeit ist es, wenn du es schaffst, durch das Toxin auf ein Viertel deiner HP runtergebracht zu werden. Warum, seht ihr gleich. Beziehungsweise seht ihr nicht gleich, sondern erst viel später. Aber ich habe die Salka-Beere, ich glaube, die heißt Salka auf Deutsch, Salakberry auf Englisch, die mein Speed erhöht, wenn ich auf unter 25% falle. Er geht hier in dieser Runde auf Protect, was mir natürlich perfekt passt, denn ich kann jetzt hier auf die Bauchtrommel gehen. Ist es ein unglaublich dummes Set? Ja. Ist es mir egal? Ja. Und hier hatte ich gehofft, ja, vielleicht mit dem Toxin komme ich auf unter 25%, aber leider nein. Ich weiß auch, dass das Toxin natürlich begrenzt, wie lange ich drinne bleiben kann. Aber selbst wenn er jetzt Vogeli reinschickt, der Erzwinger von Vogeli wirkt. Ich greife hier einfach mit dem Ableithieb an. Und
Er steckt das tatsächlich recht gut weg. Und hier wäre jetzt mein Gedanke, hätte ich die Tarnsteine vorhin noch rausgelegt, dann hätte ich jetzt einen Gegner weniger. Selbst hier falle ich immer noch nicht unter die 25%, was echt genervt hat. Aber ich kann jetzt mit noch einem Ableithieb mir noch ein paar KP zurückholen. Und ja, ich nehme jetzt Schaden durch den Beulenhelm. Die Beere prockt, was mir leider nicht allzu viel bringt. Denn ich muss zugeben, rückblickend betrachtet war es vielleicht nicht so schlau, dass ich mich hier jetzt opfer. Aber ganz ehrlich, Style Points, okay? Ich wollte noch mal so ein paar Style Points mitnehmen. Ich gehe jetzt in Mega Bibor, weil Bibor gegen alles relativ gut klarkommt. Er geht in Sanic und wechselt sofort wieder aus, denn er weiß, dass er mit Sanic nichts gegen mich machen kann. Schickt stattdessen Papa Pinguin in den Kampf, sein Empoleon, und ich bin einfach auf die Kehrte angegangen, denn die hätte für einen One-Hit ausgereicht, solange das Ding kein physisch-defensives Investment hat. Und wir sehen hier nichts effektiv, aber ein Crit. Deswegen wusste ich nicht wirklich, wie ich einschätzen soll, wie er es spielt. Aber ich kann hier jetzt easy in Zaplarang wechseln. Er geht auf die Tarnsteine, was ärgerlich ist, denn ich habe tatsächlich aus irgendeinem Grund noch Feuerzahn behalten auf meinem Donphan kein Turbodreher. Aber so wichtig sind die Tarnsteine auch nicht. Ich kann es hier mit einem Voltwechsel rausnehmen. Expert Belt, Voltwechsel. Ich liebe Expert Belt auf dem Ding. Das ist so gut. Dann schicke ich jetzt Elizabeth raus, denn Elizabeth kommt gegen das meiste relativ gut klar von ihm. Außer natürlich gegen das Vieh. Und hier habe ich mir gedacht, okay, greifst du einfach an. Er greift mit Schmarotzer an und das macht böse Schaden. Leider sehr effektiv. Ja, wir sehen auch, das Siedewasser macht nicht viel. Ich sollte ganz froh sein, dass ich keinen Burn bekommen habe, weil ich glaube, das Ding hat Synchro als Fähigkeit. Aber ich wechsle hier jetzt aus, denke mir, nein, du bleibst du nicht drin. Gehst du in Zaplarang, Zaplarang. War nicht der beste Switch, um es freundlich zu sagen. Denn ich bräuchte Zaplarang später noch recht dringend. Aber es ist ein besserer Switch als alles andere, was ich machen kann. Und ja, er geht jetzt auf Schutzschild, um zu scouten, was ich mache. Voltwechsel wäre vielleicht eine ganz gute Idee gewesen, aber ich bin tatsächlich direkt auf die Ampelleuchte gegangen, habe nicht gedacht, dass er wahrscheinlich scouten will. Und deswegen dachte ich mir jetzt, okay, wenn er die Ampelleuchte prediktet, wird er vielleicht in Diancie wechseln. Und deswegen bin ich auf Lichtkanone gegangen, um Diancie mit der Vierfachschwäche zu treffen. Aber er bleibt tatsächlich einfach drin, tankt das natürlich easy, weil ne, er ist speziell defensiv. Und geht hier jetzt wieder auf Schmarotzer. Ich gehe hier auf die Ampelleuchte, die mir leider nicht viel bringt, um es freundlich zu sagen. Denn es ist ungefähr ein Drittel der HP vielleicht, die das macht, ein Viertel eher. Und er hält sich komplett wieder voll, geht nochmal auf den Schmarotzer. Und wie langsam bist du eigentlich, Zaplarang, dass du von dem Nachtara outspeedet wirst? Zaplarang geht hier down, ermöglicht mir aber den Free Switch in Star-Lord. Denn ich weiß, dass er mich mit nichts one-shotten kann und ich quasi jetzt ein Free Setup auf einen Dragon Dance habe. Und ein plus 1 Krabhammer müsste ausreichen, um dieses Nachtara zu one-shotten, außer er hat, wie gesagt, noch in irgendeiner Art und Weise physisch-defensives Investment, wovon ich allerdings nicht ausgegangen bin. Ich gehe jetzt auf den Krabhammer, plus 1, Life-Op-Boosted, Adaptability, bam, weg. Bye-bye Nachtara. Ja, ich verliere einige KP, aber Er schickt hier Zernik rein und er ist... Ich habe es nachgekalkt, wir sind beide Adamant bzw. Modest, haben sonst maximale Speed Investment und ich glaube, mir fehlen nach einem Dragon Dance 4 Speed Punkte, um ihn zu outspeeden oder um zumindest einen Draw zu machen, was echt nervig war. Das fand ich echt nicht cool. Aber hier wusste ich, ich kann locker auf den Gift-Heap gehen. Es gibt keinen wirklichen Grund auf U-Turn zu gehen, da ich sowieso alles andere von ihm outspeede und das mit dem U-Turn dann immer noch rauswechseln kann. Er wechselt hier in Bienchen und Bienchen ist ein ziemliches Problem. Denn ich habe nicht mehr wirklich irgendwas, das Bienchen rausnehmen kann. Was nicht so gut von mir war. Hier habe ich jetzt bereut, nicht Abschlag auf Bibo zu haben. Denn ansonsten wäre ich hier einfach auf Abschlag gegangen. Ich kann hier tatsächlich nur in Wheelie rauswechseln. Schaden durch die Tarnsteine nehmen. Für ihn ist das jetzt ein Free Setup auf den Schwerttanz und ja, ich kann euch sagen, dass Landorus hier jetzt aufräumen wird.
Denn es ist leider, leider immer noch ein Landorus. Es hat nicht ohne Grund die höchste Pickrate in Teams. Ich glaube, das kommt in 56% aller Teams vor oder so. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber vor ein paar Wochen waren das 56% aller Teams. Leute, die die Fiaro Smogon Bird nennen, haben keine Ahnung. Das ist das scheiß Smogon-Pokémon. Aber Hauptsache, wir stecken sowas wie Durengard ins Uber. Ne? Durengard. Nicht das Ding. Nein, Durengard. Es klingt schon wieder salty. Ich habe keinen Grund, salty zu sein. Bauchtrommel Brigaron hat was rausgenommen. Er geht noch auf den Delegator, einfach um Arsch zu sein. Mein Gift-Tip reicht aber trotzdem aus. Und er killt mich jetzt mit einem Erdbeben. Und dann habe ich gleich nur noch Lashoking und auch das wird kein Erdbeben überleben. Zum Update-Video, das ich am Mittwoch angekündigt habe, das werde ich auf morgen oder spätestens übermorgen verschieben müssen. Denn ich habe jetzt noch zwei andere Videos aufgenommen, die fertig bearbeitet werden müssen. Und das dauert leider ein bisschen länger. Aber damit würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like dafür, Bauchtrommel Brigaron. Klickt alle meine Amazon Rafflings in der Beschreibung an mit diesem... Nein, nein, das sind keine Amazon Rafflings, vergesst es. Ich wollte irgendeinen schlechten Dagibi-Witz machen, aber... Sie ist selber schon einer. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonnieren, kommentieren, gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.